Und weiter geht's. So. Ich musste kurz raus, genau, StarCraft. Weil wenn ich StarCraft erst starte, wenn die Aufnahme läuft, dann läuft der Sound seltsamerweise synchroner mit dem Bild im Verhältnis. Und ja. Darum starte ich jetzt jedes Mal StarCraft erst, nachdem ich die Aufnahme gestartet habe. Warte nur ein paar Sekunden. Jetzt muss ich erstmal einen Weg finden, wie ich da rüberkomme. Ganz viel Pech muss ich mir erst durch eine Base kämpfen. Ja, ich werde das Upgrade nochmal ab. Okay, was soll's. Dann lässt sich die Basis hier kurz nieder. Zack, länger voraus. Räuber. Das finde ich nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Da brauche ich aber sowas von Mutalisten jetzt. Ich hoffe jetzt wirklich, die folgt mir nicht. Ah, ich habe ja noch eine Königin. Ob ich den Räuber irgendwo finde. Zwei ja sogar. Ah, ist mechanisch. Ist mechanisch. Nimm ich den. Aber den verpasse ich erstmal. Parasiten. Sehe ich wenigstens dran zu kommen. Da ist nur der Templer. Oh nein. Der wird aber sowas von. Ein waghalsiger Zug. Bleib mal hier. Schon unterwegs. In Ordnung. Du bleibst hier. In Ordnung. Ah, so ein Mist. In Ordnung. Oh nein. Schon unterwegs. Zug. Schon unterwegs. Ja, machen wir Fliege. In Ordnung. Ja, Zerebrat. Das muss ich auf jeden Fall nochmal laden. Das tut mir leid. Die Munition abgeschlossen. Was ist jetzt wieder los? Ich kann jetzt auch Schlimmeres verändern. Ein waghalsiger Zug. Oh Gott, das ist ja ganz schön weit hinten. Ich habe jetzt jede Menge neu spielen, das ist nicht gut. Es tut mir leid. Doch, ich mache jetzt mal.
So, mal gucken. Da ist der Hohe Templar. Gut, gleich weg hier. Das kann man so akzeptieren. Ich höre. Ein waghalsiger Zug. Warum benutze ich die eigentlich nicht zum Eingraben? Grabe ich über ein paar ein. Ja, diese Beobachter, wie man gerade gesehen hat, das sind unsichtbare Einheiten, die zum Ausschnüffeln dienen. Die entdecken auch gleichzeitig andere unsichtbare Einheiten auf. Was ist jetzt wieder los? Das weiß ich nicht, was ich machen wollte. Was soll die Zerklinge eingraben? Jetzt hätte ich kurz meine Zerklinge rübergebracht. Aber ich habe eine andere Idee. Zumindest wie ich teilweise da durchkomme. Ich hätte auch meine Königin die ganze Zeit nutzen können hier unten. Das habe ich leider vergessen. So. Ich hoffe, dass ich jetzt die Scouts da drüben hier rüber locken kann, die Hydralisken. Nehme ich mal nur einen mit. Ist ja gar kein Scout mehr. Muss ich gerade feststellen. Was ist das denn? Schon unterwegs. Berserker. Bleib mal hier. In Ordnung. In Ordnung. Oh. Was ist jetzt wieder los? Ein waghalsiger Zug. Nichts genügend unterwegs. Nein. Oh. Das Carry ist auch noch gestorben. Das wird. Also die Mission ist echt Vorland.
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfordert gerade. Ich glaube, ich fange die einfach mal ab, wenn sie ja durch wollen. Ich höre. Wieder viel zu viel Schaden genommen. Kann ich, glaube ich, fast nochmal versuchen. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Das lief aber nach Plan. Ich muss vorsichtig sein, dass Kerrigan das überlebt noch. Wo ist meine Königin hin? Ah, ich lasse noch in Ruhe. Das doch zerstören. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Zerebrat? Okay, hier sind jede Menge Räuber. Das ist nicht gut. Ich habe mindestens zwei von denen, dann kann ich ein bisschen Schaden machen gehen. Wir kommen einfach in Massen. Zum Glück, ich habe ihn dann verklickt. Okay, wenn die Overlords gleich fertig sind, dann mache ich mir eine Massen-Zackling-Truppe. Könnte ich auch theoretisch das Upgrade mal erforschen. Mache ich auch. Hier ist wieder ein Beobachter, der hier lang fliegt. Einfach riskieren. Ich hoffe, jetzt kommen keine dunklen Templer hierher. Die kamen ja auch schon ewig hier nicht mehr. Okay. Überrennen wir mal diesen Stützpunkt.
Okay. Und doch nicht ganz so unnütz, die Zerklinge. Ich dachte. Ach du meine Güte. So viele hohe Templer. Da muss ich jetzt die Chance nutzen und mit Kerrigan reingehen. Oh. Nehmen meine Idealisten da schnell raus. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Kann ich so ein? Woher wissen die das? Ich schicke sie ganz weg. So hat mir das vorgestellt. Ich höre. Ja, so, das war ganz ordentlich. Jetzt ist die Frage, wie ich hier rüberkomme. So, ich hoffe, die Räuber schießen einmal schön. Gut, die kostet nicht Munition. Die Munition kostet Geld, würde ich sagen. Dass sie mir hier neue Arbeiter bauen. Ich würde keinen Weg drum rum. Ich hätte schon mal hier einen Extraktor bauen können in der Zeit. Okay. Als nächstes baue ich mir einen Transport für Overlords. Ah, warum? Bin ich denn blöd? Ich hab doch den Nidos-Kanal. Warum fällt mir das nicht früher ein? Okay, habe ich zumindest einmal genug Drohnen für den Rest des Spiels. Wahrscheinlich. Okay. Also
Das ist jetzt sehr ärgerlich, dass ich das vergessen habe. Hätte ich mir einiges sparen können. Evolution abgeschlossen. Das? Muss ich Karen kurz ganz rausnehmen. Jetzt sind wir so Zerk-Ding dahin. Da ist ein Arbeiter, vielleicht zerstöre ich die einfach mal. Okay. Ich werde den halt mal angreifen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, ich hoffe, die haben jetzt keine Lufteinheiten. Wenn nicht, muss ich die Hydralisten herholen. So. Wir brauchen mehr Vespingas. So, und jetzt mach ich die Räuber aber aus. Na gut, erstmal die Kanone down. Stalker. Jetzt muss der Räuber dran glauben. Oh. War gut zu wissen, dass es ein Team weniger gibt hier.
Okay, Kerrigan erholt sich nicht wirklich. Oder liegt auch ganz ordentlich ein. Ich bin es müde, eure Glieder zu vernichten. Haben die mächtigen Templer ihren unerschöpflichen Mut verloren? Gut gesprochen, Konkubine der Zerg. Doch auch wenn wir aus dem Dunkel der Schatten zuschlagen, glaubt nicht, dass uns der Mut fehlt, im Lichte zu kämpfen. Ihr tätet gut daran, diesen Angriff aufzugeben. Ihr scheint eure Fähigkeiten zu überschätzen, dunkles Wesen. Ich bin kein hilfloser Zerebrat, den ihr im Schutz der Dunkelheit angreifen könnt. Ich bin die Königin der Klingen und schon mein Blick würde euch in schwelende Asche verwandeln. Ihr und eure Art amüsiert mich nicht mehr. Bereitet euch auf die Umarmung des ewigen Vergessens vor. Okay, das war übrigens Zeratul, von dem vorhin die Rede war, der Zars getötet hat. Auch noch mit dazu. Ja, andere Upgrades, das fertig ist, aber nicht mehr Schaden. Okay, schon mal einer weniger. Wir brauchen mehr Overlords. Okay. So, ich gehe einfach ein paar Zöcker jetzt kurz opfern. Das war ein guter Zug vom Hohen Templer. Jetzt bin ich wenigstens darauf vorbereitet, dass wir welche haben. Ich höre. Kevin holt sich jetzt ganz langsam. Ein bisschen Energie verbrauchen. Hier ist das Raumportal. Hier geht immer ein paar Parasiten. Ist ja ganz leer. Solange das ist, solange nicht ein Räuber gleich kommt,
war das noch in Ordnung. Okay, wenn die ganz leer ist, dann gehe ich da jetzt rüber mit den Wächtern. Mach die platt. Upgrades aussieht. Einser haben sie überall. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay, ich müsste ein bisschen vorsichtig sein hier. Listen hier bereit, falls sie kommen, mit Luft anhalten. So die. Ach, das sind die falschen Zerg. Hydralisten. Die wollen Luft anhalten, das verhindere ich jetzt mal. Meine Truppen bereit, dass ich hier unten noch digital überrennen kann. Oh nein. Schnell weg hier. Au. Jetzt machen sie einen Arsch an. Es kommen noch mehr von den hohen Templern. Bringe deine Overlords wieder an die richtige Stelle, Zerebat. Sie haben ihre Position verlassen. Okay. Zerebat, deine Overlords sind in Stände. Stelle sicher, dass sie dort auch bleiben. Jetzt habe ich aber langsam die Nase voll von dem. Ist ja nett, dass der auf mir das gesagt. Ich krieg's jetzt nicht wieder zurückgeschickt, den Overlord. Oh, jetzt reicht's mir aber. Dass ich Ultralisten regeln. Nein. Oh Mensch. Oh nee, jetzt darf ich das alles nochmal neu machen.
Das fängt wieder schlecht an. Es wird langsam lächerlich. Ich mache mir hier einen kurzen Schnitt und überlege mir was. Bis gleich.